Klar ist, dass man so von der Papierform her Favorit ist, das kann man sicherlich so akzeptieren, aber wir werden natürlich Borisov auf keinen Fall unterschätzen, weil sie jetzt zum vierten Mal bei der Champions League hintereinander dabei sind, auch eine entsprechende Erfahrung haben. Viele Spieler, die auch schon ja, diese ganzen Spiele in den letzten Jahren mitgemacht haben. Wir müssen natürlich einfach anders auftreten als in den letzten beiden Spielen. Und dann sind wir natürlich auch davon überzeugt, dass wir hier zu Hause in der Lage sind, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, wir haben letztes Jahr hart dafür gearbeitet, haben dann den vierten Platz erreicht und ja, haben, denke ich, in einem Spiel auf Augenhöhe gegen Lazio in beiden Spielen gezeigt, dass wir ja, auf europäischer Bühne mithalten können. Und ja, jetzt steht die Gruppenphase vor der Brust und ja, jetzt wollen wir natürlich die nächste Hürde nehmen und dazu müssen wir auf jeden Fall das Heimspiel morgen gewinnen. Natürlich kann es schon sein, dass Borisov eher defensiv gut organisiert, etwas tiefer steht. Aber sie werden sicherlich trotzdem immer halt versuchen, schnell umzuschalten und ihre Stärke, die sie ganz klar haben, in ihrem schnellen Konterspiel einzubringen. Auch gegen Lazio Rom hier zu Hause war es in gewissem Maße ein Geduldsspiel, dass wir da in der Lage sind, durch permanentes Druck machen, immer halt auch Fehler zu erzwingen und diese dann auch auszunutzen. Und darum geht es. Auch am Morgen wieder auf dieses Niveau zu kommen. Es ist Champions League. Sicherlich das Spiel, wo wir so mehr Favorit sind als in den anderen beiden Spielen, aber wir werden jedes Spiel genießen und werden versuchen, wirklich so wie in der letzten Saison in jedem Spiel Top-Leistung abzurufen. Ich glaube, das ist uns letztes Jahr wirklich sehr gut gelungen.